Herzlich willkommen bei Futorial, mein Name ist Sinan Kurtuluş. Alle Käufer der Futorial Mixdown und Mastering Series können sich jetzt den ersten Trainingssong runterladen. Als ersten Übungssong habe ich Hear My Call gewählt. Ihr könnt euch dieses Projekt hier runterladen und dabei habe ich auch darauf geachtet, dass keinerlei externe Plugins verwendet werden, also jeder, der FL Studio in seiner Grundausstattung besitzt, wird dieses Projekt öffnen können. Alles, was wir benötigen an Sounds, sind dann entweder sehr simple Synthesizer wie der 3x OSC oder, falls man irgendeinen Sound benötigt, zum Beispiel hier, dann ist der als Sample dabei. Ja, also jeder kann sich das herunterladen. Was ist jetzt dieser Sinn dieser Übungssongs von Futorial? Ihr sollt diesen Song abmischen. Ja? Wir hören da jetzt einfach mal ganz kurz rein und dann werdet ihr schon merken, dieser Song ist nicht abgemischt. If you're not around, I rise and fall, get lost and found. I'm trying to reach out to keep it all. Also wir hören hier den Song. Ich habe da einfach jetzt noch ein Playback für gemacht. Ich habe ein paar Harmonien und so weiter gespielt. Aber es klingt alles noch sehr, sehr trocken und auch nicht homogen. Wir können ja auch mal in den anstehenden Main-Part kurz reinhören. Also, das heißt, was ist hier letztendlich gemacht worden? Wir haben hier einen Song zwar jetzt, der alles an seinen Elementen beinhaltet und die sind auch schon fertig geroutet. Das heißt, die Kickdrum liegt auf einem Effektkanal. Die ganzen Sachen hier, wir sehen das ja hier, dieser Sound liegt auf FX-Kanal 6, dieser Sound auf 7. Aber wenn wir in diese Effektkanäle reingehen, dann sehen wir, die ganzen Effekte sind aus, also da sind im Prinzip keinerlei Effekte drauf. Und das ist das, was ihr jetzt eben machen sollt. Ihr sollt diesen Song abmischen, mit Effekten versehen, die Lautstärken anpassen, genauso wie wir es in den Futorial Mixdown und Mastering Series eben besprochen haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann speichert ihr euer Projekt, ja, das heißt ja jetzt irgendwie so, und dann nennt ihr das einfach Futorial Training Song Hear My Call, Minus, und dann schreibt ihr euren Futorial-Benutzernamen. Ja, das ist jetzt nur ein Platzhalter. Da schreibt ihr dann euren Futorial-Benutzernamen rein und speichert das Ganze. Und ihr seht auch, diese FLP wird dann nicht sonderbar groß. Die wird dann so um die 120 bis 150 Kilobyte groß. Das ist nämlich sehr praktisch, denn ihr müsst mir ja nicht den ganzen Song wieder schicken, sondern ich brauche ja nur die FLP. Ich habe ja alle Sounds schon hier. Ihr schickt dann euren fertig abgemischten Song an die E-Mail-Adresse, also nur die FLP, an sinan@futorial.de. Und ich werde dann Anfang 2014 mir die zurückgeschickten FLPs anhören und werde dann ein Analysevideo erstellen, wo ich auf einige, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele FLPs jetzt, also wie viele Projektdateien ich zurückbekomme, wo ich dann darauf eingehe, was die Leute gemacht haben, was ihr letztendlich manchmal gut, manchmal vielleicht weniger gut gemacht habt. Und so könnt ihr dann selbst einfach mal einen Song komplett abmischen und bekommt danach auch Feedback, wie das Ganze denn sich, ja, oder wie das Ganze richtig geht. Oder gut, das weiß ich ja nicht. Vielleicht macht ihr es ja auch schon perfekt. Und ich sage einfach nur, ich höre besser auf damit. Ihr könnt das besser als ich. Das werden wir sehen. Allerdings ist es ja so, ich werde vielleicht nicht zu allen etwas sagen können. Deswegen wird es auch dann Anfang 2014 die FLP geben, die ich angefertigt habe. Da könnt ihr dann einfach schauen, was ich hier gemacht habe, was für Effekte ich angewendet habe, wie ich die Lautstärken angepasst habe. Und dann könnt ihr das ja auch einfach mit eurer Arbeit vergleichen und daraus dann eben Rückschlüsse ziehen, worauf man achten muss. Ja, so viel zum Ablauf. Letztendlich, ihr ladet euch den Song runter, mischt den ab, schickt die FLP zurück an mich. So einfach.
Als nächstes werde ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie ihr beim Abmischen vorgehen könnt, denn ich kann mir vorstellen, dass das für manche etwas unübersichtlich ist, sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie hier am besten jetzt starten sollen. Also das Ganze ist so von mir gedacht. Wir haben hier die Sounds auf den Effektkanälen drauf und wir sehen ja auch, hier sind die Effekte, die ich in meiner Abmischung benutzt habe, auch schon drauf. Allerdings wäre es ja witzlos, wenn ihr die jetzt nur noch anklicken müsstet. Diese ganzen Effekte sind natürlich resettet. Ja? Also wenn ihr euch die einzelnen Effekte hier anschaut, zum Beispiel dieser parametrische Equalizer, der macht ja nichts. Der ist auf dem Preset Default eingestellt. Den könnt ihr an- und ausschalten, wie ihr wollt. Das heißt, die genauen Einstellungen, die ich vorgenommen habe, die seht ihr natürlich nicht. Aber ihr könnt als kleine Hilfe sehen, was für Effekte ich benutzt habe. Zum Beispiel sehen wir hier, dass ich bei dieser Snare in dieser Reihenfolge ein Reverb, ein Wave Shaper, zwei Equalizer und einen Kompressor verwendet habe. Auch hier an dieser Stelle sei gesagt, das ist natürlich kein Muss. Ihr müsst nicht diese Reihenfolge und auch nicht diese Effekte benutzen. Es ist nur sozusagen eine Option. Ihr könnt das so machen. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Wir sehen hier den Song, so ist der aufgebaut. Ich würde vorschlagen, man geht erstmal so die einzelnen Sounds durch und muss dann am Ende das halt in der Summe sich genauer anhören. Wir spulen hier einfach mal so in die Mitte. Wir hören uns das mal an. Ja, jetzt könnten wir hingehen und sagen, wir möchten diese Snare uns genauer anhören. Dann klicken wir rechte Maustaste auf diesen grünen Punkt bei der Snare Drum. Und wir hören diese Snare Drum. Und jetzt wäre es eben so, wir würden jetzt diese Snare Drum halt abmischen. Wir können jetzt zum Beispiel einen Reverb-Effekt hinzufügen. Und wie ihr das macht, das entscheidet eben jetzt ihr. Ja? Und dann geht es weiter. Ihr könnt diesen Wave Shaper jetzt verwenden. Aber müsst ihr auch nicht. Also ne, das ist wirklich jetzt, da ist ein bisschen einmal Kreativität gefragt. Wie wollt ihr das Ganze abmischen? Und als anderes ist gefragt, was ist eure... euer technisches Verständnis von dem Abmischen, ist eine Snare Drum jetzt sinnvoll, die zum Beispiel so laut ist, ja oder nein, das müsst ihr eben entscheiden. Das heißt ja, ihr geht diese einzelnen Sounds durch, bei manchen Sachen kann man viel machen, man kann wenig machen, das müsst ihr dann schauen. Was noch ganz wichtig ist, hier sind die Sidechains geregelt. Es ist natürlich sehr genrespezifisch, dass wir sehr stark Elemente wegdrücken von der Kickdrum her. Also wir haben hier die Kickdrum und diese Kickdrum spielt gleichzeitig diese Ghost Kick, das Sidechain. Das ist ja nicht auf das Master geroutet, aber auf diese ganzen Kanäle hier. Was hat es damit auf sich? Wir machen mal hier zum Beispiel diese Source hier an. Und können dann hier, das ist immer der Limiter, der unterste Limiter ist für das Sidechain zuständig. Und der hat hier die Funktion Threshold, das ist auch fertig geroutet. Ihr müsst jetzt nur noch entscheiden, wie viel Sidechain möchte ich denn da geben. Ja, und das ist halt wieder eine Frage des Abmischens. Was wollt ihr da machen? Was haben wir hier noch? Main Lead. Also nur damit ihr es versteht, diese Sidechains solltet ihr verwenden. Das gibt für diese Musikrichtung eben den nötigen Groove. Und mach mal hier nochmal ein kurzes Beispiel. Man würde dann auch so diese Source hier solo abspielen. Und dann haben wir hier diese Reihenfolge von Effekten und die können wir jetzt verwenden, wie wir wollen. Ich mache einfach mal jetzt, das ist keine Referenz, ich mache einfach nur irgendwas gerade. Könnten hier den
so stark verwenden. Dann könnten wir hier tiefe Frequenzen rausfiltern. Dann könnten wir ein bisschen Reverb dazugeben. Ein bisschen Delay. Das müsst ihr jetzt eben selbst entscheiden, wie viel wollt ihr da geben, was wollt ihr da soundtechnisch eben erreichen. Der Unterschied wäre jetzt eben, ihr könnt hier immer die Effekte ganz ausschalten, dann hört ihr, was ihr da jetzt bis jetzt an Effekten hinzugefügt habt. Ja, und so geht ihr im Prinzip jetzt Schritt für Schritt jeden Kanal durch. Ganz wichtig noch, hier gibt es natürlich auch Vocals, das ist auch nicht ganz so einfach, aber es soll ja auch eine Übung sein. Da könnt ihr mal hören, was gibt es hier. If you're not around, I rise and fall. Okay, wir haben hier das Vocal In, dann habt ihr hier einen Equalizer, zwei Equalizer und einen Kompressor. Tja, dafür gibt es ja auch das Vocal-Bearbeitungstutorial, wem das nochmal nicht ganz klar ist, wie man hier vorgeht. Dann gibt es hier die links und rechts, die die sind die gleichen, also die Doppelungen. If you're not around, I rise and fall. Get lost and... Und genau dasselbe eben auch einstellen, wie ihr das eben denkt. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie man mit diesem Projekt arbeitet. Das Ganze ist wirklich so aufgebaut, ihr macht nur hier am Mixer arbeiten. Also der Song an sich ist jetzt sozusagen in seinem Playback fertig und ihr müsst auch hier nichts einstellen. Was eure Aufgabe ist, ist hier eben das Mixdown am Mischpult sozusagen vorzunehmen. Und wenn ihr das dann habt, dann die FLP an mich schicken. So. So viel dazu. Als nächstes kommt jetzt noch eine kleine Spoiler-Warnung. Ich werde jetzt zum Ende dieses Videos euch noch zeigen, wie ich das Ganze abgemischt habe. Wer das als Inspiration nutzen möchte, kann jetzt noch eben hinhören. Oder wer sagt, nee, ich möchte gar nicht hören. Da fliegt ein Flieger gleich in mein Haus. Komisch. Wer sagt, ich möchte das gar nicht hören, ich möchte ganz unvoreingenommen an die Sache rangehen, der fängt jetzt an und beendet an dieser Stelle das Video. Can you hear my call? Can you hear my call?